So, der letzte Test, den wir noch nicht gemacht haben. Weisheit. Ob wir das hinbekommen? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ah ja. Goldene Urne. Goldenes Geschirr. Goldene Truhe. Das erinnert doch ein bisschen an so ein paar Schatzkammern, die wir schon mal in Divine Divinity gesehen haben. Gemälde. Wir könnten sogar das Gemälde nehmen. Wow. Oder uns vielleicht angucken. Goldene Truhe. Wie alles glitzert und funkelt. Kürbis. Bis auf der Kürbis, obwohl der auch ein bisschen, ich sag mal, shiny ist mit der Textur. Die Pokale hier, die sind bestimmt auch zum Mitnehmen. Golde. Was? Goldener Sarg? Wow. Geräuschkulisse gefällt mir nicht. Gold. Einfach nur ganz klassisch Gold. Ja, ich denke mal, es ist ziemlich offensichtlich, dass das Spiel uns dazu verleiten möchte, hier irgendwas Goldenes mitzunehmen. Und ich bin einfach mal neugierig, was passiert, wenn wir das versuchen. Auch wenn das Gemälde jetzt vielleicht nicht Gold ist, ich glaube, es zählt mit unter Schmuckutensilien. Zügelt eure Gier, Sterblicher. In diesem Raum führt sie unweigerlich zum Tode. Ja, genau. Wir haben fast die Hälfte unserer Lebensenergie verloren. Ja, ich nehme mal an, dass bei allem anderen etwas Ähnliches passiert. Deswegen nehmen wir den Kürbis mit. Denn das ist das Einzige in diesem Raum, was nicht wertvoll erscheint. Und es war die richtige Weisheit Entscheidung. Bedeutet, der Versuchung zu widerstehen, scheint Maxus sagen zu wollen. Dann müsste jeder Priester weise sein. Habt ihr da genauso eure Zweifel wie ich? Naja, ich sag mal so, die meisten Priester haben dafür noch andere Sachen, denen sie nicht widerstehen können. Und Gold ist eine Sache davon, würde ich mal behaupten. Von daher kann es noch immer wahr sein. Die Frage ist. Eure Sturheit ist erstaunlich. Und scheinbar so unnachgiebig wie der Tod selbst. Oh, ja, wir haben nicht so viele Versuche. Okay, gut. Schnapp sie dir! Damit wir jetzt mit der angekratzten Lebensenergie einen etwas leichteren Kampf haben. Oh. Habe ich das richtig gesehen, dass die hier teilweise ja Feuer. Schwächling. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Ja, das. Und ich habe meine tolle Fertigkeit vergessen. Ist jetzt wahrscheinlich zu spät, weil du bist wahrscheinlich die letzte Rüstung, die noch übrig ist. Ja. Mist. Schade. Oh. Ja. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Na gut.
Okay, jetzt leuchten hier alle drei Symbole. Und, oh, achso, ja, die Karotte. Hm. Und jetzt kommen wir hier offensichtlich weiter. Hm. Also nach dem, was rechtmäßig Liken gehört, oder nichts lange. Okay. Sasan. Und wer seid ihr? Oder wäre vielleicht was das passendere Wort? Wie genau kommt ihr darauf, dass dieser Drachenturm rechtmäßig Liken gehört? Wir fragen uns mal von oben nach unten durch, wie immer. Ja, wir sehen schon ein bisschen, dass mit dem was, das hat was damit zu tun, dass wir hier die ganzen Nähte sehen und wir haben sie noch nicht so richtig von vorne gesehen. Und wer seid ihr? Er nennt mich Sasan, weil ich ähnlich aussehe wie sie. Okay. Er hat mich nach ihrem Ebenbild zusammengesetzt. Ja, okay. Er ist mein großer Gebieter, stärker als Maxos. Nur weil er dich erschaffen hat, heißt es noch lange nicht, dass er mächtiger ist als Maxos. Wir nutzen das mal und lesen mal ihre Gedanken, denn die nächste Dialogoption könnte zum Ende führen. 400, ja, das war anzunehmen. Im Labyrinth sieht man nur Steine, auch wenn da gar keine Steine sind. Aha. Wie genau kommt ihr darauf, dass dieser Drachenturm rechtmäßig Liken gehört? Intrigiert und getötet, gekämpft und gemordet. Ja. Der Turm gehört ihm, seitdem er ihn sich genommen hat. Herrschaft durch Macht. Die gleiche Attitüde, die alle Leute in der Geschichte leider hatten. Erzählt mir von Liken. Er ist der Nekromant. Sein ist der Turm. Sein ist die Herrschaft über die Toten. Ihn kann niemand besiegen. Das werden wir noch sehen. Und ich, Sasan, bin deine Geliebte. Oh je. Yeah. Schön, aber jetzt geht mir aus dem Weg, meine Hübsche. Glaubt ihr wirklich, dass ich hier bin, um euch aufzuhalten? Ich wollte mich nur etwas mit euch amüsieren, bevor ihr krepiert. Okay. Ihr werdet die letzte Prüfung niemals bestehen, dummer kleiner Drachentöter. Für immer werdet ihr im endlosen Labyrinth leiden. Okay. Ah, jetzt haben wir Musik. Danke. Kommen wir wieder zurück? Sieht nicht so aus. Nein. Ohne. Oh, wimmelt es mal wieder nur so von Urnen. Okay. Also rein theoretisch könnten wir das mitnehmen, weil wir das schon haben. In unserem Inventar. Oh, Quarz. Dieser Stein ist der Freund der Wahrsager und das Chamäleon unter den Edelsteinen. Wird er sich euch ebenfalls als Freund erweisen? Ja, in der Tat, hübsch. Sind beide leer, ja. Ich habe das dumme Gefühl, dass wir jetzt schon in diesem Labyrinth sind, von dem sie gesprochen hat. Nur so ein Gefühl. Maxus Tür. Was machst du da, mein Freund? Ach.
Na also. Sturmangriff. Okay, wir können da... Ja, das ist dieses Labyrinth, genau. Ja. Vielleicht ist es jetzt doch an der Zeit. Dann können wir das ein bisschen markieren hier. Das lasse ich mir doch gefallen. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ah, Druxlerit. So. Druckplatte. Sehr interessant. Aber ich möchte das gerne noch ein bisschen weiter erkunden hier. Die Frage ist so ein bisschen, ja, wir sehen es auch schon ein bisschen auf der Karte. Es ist, ja. Aber wir werden trotzdem mal diesen Raum nochmal verlassen und gucken, wo es hier noch so hingeht. Ich meine, das war halt auch das, was sie gemeint hat in ihren Gedanken, dass man nur Steine sieht, wenn keine Steine da sind. Also das ist dann auf die steinernen Wände bezogen. Die Musik hat sich gerade ein bisschen verschluckt. Ich glaube, wir haben ja jetzt schon Kürbis eingesammelt, ich weiß es nicht. Ah ja, das lasse ich mir doch auch gefallen mit der Truhe dort. Mit dem Beschwören kann ich auch, meine Freunde. Ach, Mist. Komm schon, danke. Wo ist denn mein Tierchen? Es ist nicht mitgekommen. Vorhin ist es doch mitgekommen. Ja, toll. Schön hast du das gemacht. Ich bin nicht überladen. Die Frage ist, ob es hier auch eine Druckplatte gibt. Aber es sieht nicht danach aus. Also zumindest auf der Karte sieht man keinen geheimen Weg. Kann ich den Sarg? Nee, das ist nur in Divine Divinity so gewesen. Na, vielleicht hätte ich das doch schon eher machen sollen mit den Urnen. Ich glaube, das war so ein bisschen instinktiv, diese Angst vor dem Raum mit dem Gold und dem Raum mit dem Spiegel, dass ich das nicht irgendwie zerstören wollte. Toll, Kartoffeln. Ich meine, habe ich heute erst eingekauft, aber... So. Okay, dann sind wir jetzt... So schwer ist es nicht. Ah, hier ist eine magische Tür, durch die wir nicht durchkommen. Ja, okay. Interessant. Und hier ist ein weiterer geheimer Weg, wie es aussieht, von diesem Raum aus.
Hm. Kommt doch dann jetzt beide nicht mit. Das finde ich nicht so gut. Wenn man zumindest dich, wenn ich mal sicher gehen, dass ich zumindest dich habe. Komm, ja, das machst du gut. Sehr schön, danke. Beschwören. Was zum... Ach so. Ja, natürlich kann ich nichts beschwören. Der Zauber braucht ja irgendwie Aufladezeit. Ich kann nicht. Ach, und es hat... Doch, es hat einmal geklappt, deswegen... Oder? Nee, es hat nicht geklappt. Ich hatte nur dann keine Möglichkeit mehr, den Zauber nochmal einzusetzen. Ich wusste, dass was an diesem Plan, ich nehme mein Tierchen jetzt weg und beschwöre es dann gleich nochmal neu, dass es nicht funktionieren würde. Wasser. Leichter Nichtjäger-Beinschutz. Ja, das ist total wichtig, dass man nicht als Jäger unterwegs ist. Des Soldaten der Spiritualität. Gibt auch nur Nahkampfrüstungswert. Naja, lässt sich gut verkaufen, bestimmt. Irgendwo. Hm. Leer. Aber wir sammeln das Flüsterholz mal noch ein. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Und in diesem Raum müsste wieder irgendwo eine Druckplatte sein. Ja, dort, genau. Okay, aber wir haben noch einen Raum, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Ich hoffe nur, wir müssen diesen Kämpfen dann nicht jedes Mal wieder neu durchführen, wenn wir in den Räume treten. Aber das endlose Labyrinth, wo man dann drin krepiert, das spricht ja irgendwie so ein bisschen dafür. Okay, ich kann beide beschwören. Es wird alles gut. Genau, das ist der Raum, den wir von Weitem gesehen haben. Na komm. Schnapp sie dir. Ja, ich bitte darum. Nee, ich kann den Zauber nicht gleich wieder wirken, wenn er nicht geklappt hat. Die Kreatur hat Verfluchung abgewehrt. Okay. Ich gehe dann mal hier hin und habe hier trotzdem keine Ruhe. Noch nicht. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Oder ein Tierchen. Ich bin schwer verletzt. Ach so, das war's. Okay. Ja, das mit dem Bezaubern hat leider nicht ganz gut geklappt. Hm, schade. Ja, also das ist das, was ich meinte, so mit Fernkämpfer, dann ist man hier auf diesen engen Räumen, wo man nicht viel Möglichkeit hat zum Ausweichen, echt ein bisschen in der Bredouille, vor allem wenn halt diese ganzen Zauber nicht klappen. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Und wie weit bin ich tatsächlich am Überladensein dran? Ja, jetzt wieder relativ weit weg, das ist schön. Okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt hier in dem Raum auch alles. Ja, dann wird es Zeit, die Druckplatten
zu erkunden. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir jetzt nicht nochmal kämpfen müssen. Shit. Das war, glaube ich, das Schnellspeichern, oder? Sowas mag ich ja immer nicht. Und ich wollte eigentlich auch nicht unter einem neuen Speicherpunkt speichern. Hm. Ja, wir können uns jetzt mal die Karte angucken. Also wir sehen, da sind halt hier irgendwie... Und ich nehme an, dass da, das sind die Räume, wo wir schon waren. Der Sprungraum und der Weisheitsraum und der Spiegelraum und das ist der Eingang. Nee, das war noch was anderes. Okay, gut, mehr gucken wir uns jetzt natürlich noch nicht an, was da hinter der Tür auch noch auf uns wartet. Ach, scheiße. Ja. Aber hey, die Tür bleibt offen. Maxo-Skelett. Null EP, ja. Also wir können hier auch nicht farmen oder so. Danke für diesen Hinweis, Sasan. Toll. Aber ich glaube, sie ist jetzt noch nicht ganz aufgegangen. Hastige Notiz. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. In so einer Hast bin ich hier durch zu dieser Truhe. Die schauen wir uns natürlich gleich mal an. Nein. Hier stehen die letzten Worte einer armen Seele geschrieben, die in diesem Verlies ihr Leben ließ. Die Worte endloses Labyrinth wurden hektisch und immer wieder überall auf das Papier geschrieben. Entweder hatte dieser Zeitgenosse eine Leidenschaft für minimalistische Lyrik oder das Labyrinth hatte ihm wirklich zugesetzt. Vor allem Labyrinth. Ich meine, es sind 4 Räume. So. Und das Blöde ist, um zu dem anderen Raum zu kommen, mit der Druckplatte müssen wir jetzt natürlich nochmal durch einen Raum, wo wir nochmal kämpfen müssen. Und der ist jetzt natürlich weg. Hm, toll. Naja, mein Tierchen, wir schaffen das schon. Wenigstens hat das mal geklappt. Ey. Okay, dann können wir uns gleich beeilen. Dann können wir den Kollegen vielleicht mitnehmen. Nee, der ist jetzt schon wieder ein Feind. Okay. Was machst du denn da für tolle Saltos, mein Freund? Also unser Tierchen. Okay. Gut. Achso. Das sitzt fest. Es ist jetzt quasi noch verschlossen, aber die Barriere ist weg. Ah. Direkt aus der Hölle. Ja, kümmert euch da mal drum. Bitte. Jetzt prügeln alle auf ein Skelett ein. Und die wollen auch einfach immer zu mir. Das ist auch schon ein bisschen unheimlich.
Yay, Bier in einer solchen Geheimkammer. Hm. Und ich freue mich zu sehen, dass euer endloser Aufenthalt in diesem Labyrinth genauso kurz ausfiel wie meiner. Läuft noch irgendwo einer lang? Oder? Na gut. Offensichtlich nicht. Dann... Ah ja, genau. Automatisch speichern. Ja, und da geht es in die Tiefe. Gold, sehr schön. Machen wir einen kleinen Rundumgang. Rundumgang, naja, ihr wisst, was ich meine. Gehen hier einmal ringsherum. Oh, nee, sah gerade auch aus wie Druckplatten. Oh, interessant. Oh, und da ist ein Schlüssel. Hm. Ja, aber ich, wie gesagt, ich habe ein bisschen Sorge, weil sich vorhin die Musik verschluckt hat, dass irgendwie der Speicherplatz auf der Festplatte oder so nicht ausreicht. Und, oh mein Freund, ich wusste gar nicht, dass dein Kopf so... War das schon immer so? Mit diesen Bändern? Oh mein Gott. Ja, und außerdem habe ich jetzt die Aufnahme dummerweise ein bisschen spät angefangen. Deswegen muss ich jetzt hier heute schon wieder Schluss machen. Aber ich hoffe, dass ich bald dazu komme, hier wieder weiter aufzunehmen. Denn es bleibt weiterhin spannend, was uns hier für weitere Aufgaben im Maxos-Tempel erwarten. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr genauso gespannt seid wie ich. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.